Hallo und herzlich willkommen zu MalaTV News. Heute mit diesen Themen: Startschuss für neuartige Polystyrol-Recyclinganlage in Terneuzen, Stoh-Stiftung sucht die besten Gesellenprüflinge Deutschlands und Frauen im Malerhandwerk. Interview mit der Münchner Malermeisterin Corinna Blunder. Im niederländischen Terneuzen ist das neue Polystyrol-Loopwerk in Betrieb genommen worden. Nach über 1,5 Jahren Bauzeit wurde das von der EU geförderte Werk nun in einer feierlichen Online-Veranstaltung eingeweiht. Das Ziel der Anlage: eine wirtschaftliche Lösung für das Recycling von expandierten Polystyrolabfällen aus Abriss- und Renovierungsarbeiten technisch umzusetzen. Bei expandiertem Polystyrol, kurz EPS, handelt es sich um einen leichten Schaumstoff. Er besteht aus 98% Luft und lediglich 2% Material. Aufgrund seiner hervorragenden Schutzwirkung und Wärmedämmeigenschaften wird EPS vielfach auch in der Gebäudedämmung verwendet. Mithilfe der vom Fraunhofer-Institut für Verfahrens- und Verpackungstechnik entwickelten Creasolv-Technologie können in der Anlage alle Arten von Verunreinigungen wie etwa Zement entfernt und wertvolles Brom für neue umweltfreundliche Flammschutzmittel zurückgewonnen werden. Insgesamt kann die Anlage jährlich rund 3.300 Tonnen Polystyrol aus EPS-Dämmstoffabfällen recyceln. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann auch das Recycling von extrudiertem Polystyrol, auch bekannt als Styrofoam, möglich sein. Die Stoh-Stiftung sucht auch in diesem Jahr wieder die besten Maler und Lackierer. Seit mittlerweile 9 Jahren veranstaltet die Stoh-Stiftung hierfür den Wettbewerb Du hast es drauf, zeig's uns, bei dem jährlich die bundesweit 100 besten Maler und Lackierer Azubis mit Werkzeugkoffern im Gesamtwert von je rund 1.000 Euro belohnt werden. Für dieses Jahr wurden die Koffer bereits an die 100 besten Azubis übergeben. Für alle Teilnehmer, die nun erfolgreich ihre Gesellenprüfung abgelegt haben, gibt es jetzt noch die Chance auf eines von 10 neuen iPads. Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, muss hierfür bis zum 15. September das Prüfungszeugnis der erfolgreich bestandenen Gesellenprüfung auf der Homepage der Stoh-Stiftung hochladen. Die 10 Gesellen mit der besten Durchschnittsnote erhalten dann jeweils eins der begehrten Tablets und werden, sofern es die Pandemielage zulässt, im Herbst zu einem gemeinsamen Übergabetermin eingeladen. Die Vorbereitungen hierfür laufen jedenfalls schon mal auf Hochtouren. Ja, und ganz anderes Thema: Frauen im Malerhandwerk. Bereits im März, genauer gesagt zum Weltfrauentag, hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks einige Zahlen zu der Entwicklung von Frauen in Handwerksberufen veröffentlicht. Dabei zeigte sich, der Anteil von Handwerkerinnen, insbesondere in den Kreativberufen, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. So waren im Malerhandwerk 2005 lediglich 8% der Auszubildenden weiblich, 2019 waren es bereits rund 14%. Damit ist die Ausbildung zur Maler und Lackiererin derzeit an Platz 9 der beliebtesten Handwerksberufe von Frauen in Deutschland. Die Statistik zeigt aber auch, dass lediglich 4% aller Malerbetriebe von Frauen geführt werden. Da stellt sich natürlich die Frage, warum? Corinna Blunder ist Malermeisterin und führt seit einigen Jahren ihren eigenen Betrieb in München. Bereits mit Ende 20 hat die 31-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Mittlerweile beschäftigt sie 2 Mitarbeiter. Zudem ist sie alleinerziehende Mama, erfolgreiche Influencerin, Werbefigur für verschiedene Tapeten- und Farbenhersteller und auch noch Kandidatin bei der Wahl der Miss Handwerk 2021. Sie ist der Meinung, dass das Malerhandwerk gern noch weiblicher werden könnte, sieht aber eine Entwicklung in die richtige Richtung. Es gibt natürlich mittlerweile, Gott sei Dank, trauen sich immer mehr Frauen raus, zeigen sich auch jetzt auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen, was ich super cool finde, weil wo ist der Unterschied? Also klar, wir haben nicht so viel Kraft wie ein Mann, aber brauchen wir auch nicht. Ein häufig genannter Grund, warum Frauen das Baugewerbe meiden, ist der angeblich schwierige Umgang mit den männlichen Kollegen. Fakt oder Vorurteil? Also die Kollegen gehen absolut positiv damit um. Ich habe mir auch noch nie einen blöden Spruch anhören müssen oder gar nicht. Total hilfsbereit. Es gibt kein Komm, du kannst es nicht, sondern jeder macht. Und wenn du Hilfe brauchst, gebe ich die Hilfestellung, genauso wie andersrum. Also das überhaupt nicht. Bei Kollegen gar nichts. Und wie sehen das die Kunden? Ist das Geschlecht da ein Problem? Also mittlerweile nicht mehr. Ich habe mich da jetzt etabliert und die Kunden, die sich für mich entscheiden, entscheiden sich bewusst für eine Frau. Aber als ich angefangen habe, habe ich sehr, sehr viel für meinen Ausbilder gearbeitet, als Subunternehmer, weil wie soll man sonst anfangen? Und dann war schon immer die Frage, ach, und Sie machen das jetzt? Ja, wer sonst? Also die Leute schauen schon komisch. Sie erwarten einen Mann und dann soll das auch ein Mann machen. Und wenn es dann eine Frau macht, ist das erstmal, wie machen die das jetzt, die Frauen? Also das ist, aber bei meinen Kunden habe ich das nicht mehr. Die entscheiden sich bewusst für eine Frau.
Ein Grund, der viele Frauen von der Selbstständigkeit abhält, ist ja auch das Thema Kinder. Für Corinna Blunder war das jedoch eher ein Argument für statt gegen einen eigenen Betrieb. Jetzt bestes Beispiel Corona. Ich wäre irgendwo angestellt, ich bekomme dann keinen Notplatz oder Notbetreuung, weil ich bin nicht systemrelevant gewesen. Was hätte ich meinem Chef erklären sollen? Ja, sie, also jetzt bin ich wieder eine Woche daheim und ach, jetzt wieder 2 Monate, das funktioniert nicht. Und ich habe mir ganz am Anfang, da war natürlich noch kein Corona, aber ich wollte einfach freier sein. Man weiß nie, das ist noch ein Grundschulkind, kann krank sein, irgendwas passiert. Ich muss da ein bisschen flexibler sein und deswegen habe ich mir gedacht, mach mir selbstständig. Neben ihrer Rolle als Betriebsinhaberin und Mama ist Corinna Blunder, wie gesagt, auch noch sehr aktiv in den sozialen Medien und aktuell sogar auch als Werbefigur für den Tapetenhersteller Erfurt tätig. Klingt also nach einer ganzen Menge Arbeit. Deshalb die Frage, warum macht man das und wie genau kommt es eigentlich zu so einer Kooperation? Da werde ich tatsächlich angefragt. Also die Firmen schreiben mich an, fragen mich, ob ich da Interesse dran hätte und dann kann ich sagen ja oder nein. Und da ich das einfach nutze, um eben Leute kennenzulernen, um da ein bisschen mehr Einblick zu haben. Erfurt war zum Beispiel super interessant. Ich durfte das Werk sehen. Ich habe gesehen, wie das alles gemacht wird. Ganz tolle Firma, sehr familiär da. Also es macht einfach Spaß. Neue Erfahrungen und man hat Abwechslung. Also ich bin nicht nur auf der Baustelle, sondern ich kann jetzt auch mal mir sowas anschauen. Und verdient man dann damit auch Geld? Ja, man kann damit Geld verdienen, das ist immer eine Verhandlungssache, das kommt drauf an, hat man exklusive Verträge, kommt man nur für ein Fotoshooting, bei Erfurt bin ich jetzt zum Beispiel nur für ein Produkt, die Werbefigur sozusagen. Wenn das mehr wird, wenn man mehr Werbung macht, dann ist das Verhandlungsbasis. Aber man kann damit Geld verdienen, natürlich verdiene ich noch nicht so viel Geld damit wie mit meinem eigentlichen Beruf, dem Malern, aber warum nicht? Ich nutze das und ich nehme das natürlich mit und es macht auch Spaß. Ja, ein spannender Einblick in das Leben einer tollen Persönlichkeit. Vielen Dank, Corinna Blunder, für das Interview. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Maler TV News für diese Woche. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder zugeschaut haben. Weitere Neuigkeiten aus der Branche finden Sie immer auf unserer Homepage oder über unsere Social Media Kanäle. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.